Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Heute gibt es noch ein paar Infos zu den Lego Ninjago Magazinen und warum es sich wahrscheinlich auch für dich lohnt, in diese Magazine zu investieren. Viel Spaß beim Video. Ich habe mich entschieden, noch ein paar von diesen Magazinen hier zu kaufen. Das Ganze habe ich ja schon vorgestellt, kostet 4,99 €. Ich habe mir einfach nochmal 6 Stück davon mitgenommen, weil ich einfach glaube, dass diese Figur das Ganze irgendwann preislich auf jeden Fall rechtfertigt. Beim Blue Ocean Verlag habe ich mal nachgeschaut. Im letzten Magazin war ja der Golddrachen Kai mit drin. Also das Ganze gibt es dort, glaube ich, nicht mehr zu kaufen. Ich habe es nachgeschaut. Also das Ganze müsste ausverkauft sein. Falls ich das Ganze nicht richtig recherchiert habe, schreibt es mir noch bitte in die Kommentare. Also ich habe es nicht mehr beim Verlag gefunden. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Figuren auf jeden Fall begehrt sind. Und deswegen habe ich auch nochmal in den Golddrachen Zane investiert. Der ist normalerweise exklusiv nur bei einem Golddrachen Raider Set mit dabei, das mittlerweile 100 € kostet. Das habe ich euch ja auch schon gestern auf diesem Kanal hier vorgestellt. Und ja, da war er bis vor kurzem noch exklusiv und jetzt bekommt man sozusagen günstig in den Magazinen. Das habe ich auch schon angemerkt, dass ihr warten sollt, bis ihr, oder bis vielleicht Magazine irgendwie noch erscheinen. Denn man könnte Glück haben, dass man richtig gute Figuren in den Magazinen bekommt. Da muss man sich keine teuren Sets kaufen. Wenn man sich die neue Lego Ninjago Sets kauft, dann sollte man das machen, weil man die Sets wirklich mag und nicht wegen den Figuren. Da kann man wirklich Glück haben, wie in diesem Fall, dass man eine richtig coole Figur im Magazin günstig bekommt. Jetzt nochmal ganz kurz zu den Finanzen, wer die Magazinvorstellung nicht angeschaut hat. Also bei dem Magazin sind dann auch nochmal hier diese Booster mit dabei. Mit diesen Boostern, das mache ich so, also entweder ich verschenke die an Kinder oder ich lasse sie natürlich zu. Verschlossene Booster sind logischerweise mehr wert als geöffnete. Und ja, da weiß ich noch nicht, also wahrscheinlich werde ich sie alle mal wieder verschenken, so wie ich das normalerweise auch mache. Und dann gibt es hier noch die limitierten Karten, die limitierte Karte, also ich denke mal, dass sehr viel mehr limitierte Karten gibt als Sammler. Das heißt, das Ganze ist natürlich aufgrund dessen nicht so viel wert. Also wenn ihr Glück habt, bekommt ihr für so eine Karte 2 €. Das ist schon wirklich das Maximum. Normalerweise so ungefähr 50 Cent, also zwischen 50 Cent und 2 €. Also das könnte für so eine Karte drin sein. Ja, bis jetzt habe die Karte wirklich noch keinen so einen großen Wert. Macht es einfach so wie ich. Macht das Ganze hier in so einen Ordner rein. Da habe ich jetzt meine ganze Karte drin. Und ja, die werden da auf jeden Fall nicht schlecht. Mein Sammelkarteordner, den werde ich euch dann auch noch demnächst vorstellen. Da habe ich auch noch 2 davon. Also der hier ist auf jeden Fall ganz gefüllt. Da werde ich euch noch die Karte vorstellen, was ich mir da bis jetzt gekauft habe. Noch ein kleiner Tipp. Kauft euch nicht die teuren Ordner, sondern kauft euch wirklich hier solche Folien. Die sind wirklich viel, viel günstiger. Also die bekommt man irgendwie ganz locker auf dem Flohmarkt oder sonst wo für ein paar Cent pro Folie natürlich. Und das könnt ihr dann ganz beliebig in einen Ordner reinmachen. Die Folie finde ich auch besser für die Karte. Also da kann man die Karte besser reinmachen. Man kann die Folie wieder rausnehmen und so weiter. Und hier hat man immer so ein ganzer Ordner mit dabei und kann die einzelne Folie hier nicht rausmachen, sondern muss die ganze Ordner mitschleppen. Also wie gesagt, nur als Tipp zum Geldsparen. Also solche Folie, die gibt es normalerweise wirklich ganz günstig und ich finde sie besser als so einen Ordner. Dann mein abschließendes Fazit zu den Magazinen und warum das es sich speziell für dieses Magazin lohnt, in das Ganze zu investieren. Ich habe mir überlegt, einen Preis von 5 € bekomme ich mit dieser Figur, mit dem Booster und der limitierten Karte bekomme ich das irgendwie auf jeden Fall wieder rein. Das heißt, das schlimmste Risiko ist, dass ich mein Geld auf jeden Fall wieder zurückbekomme. Und wenn das der schlimmste Fall ist, dann ist es auf jeden Fall kein Risiko. Das heißt, man kann locker in das Ganze investieren. Übertreiben sollte man es natürlich auch nicht. Also das Ganze muss man auch irgendwann mal wieder verkauft bekommen. Und dass da jetzt so viele Käufer dafür sind, wo da ein höherer Preis dafür bezahle, also die muss man auch erstmal wieder finden. Das heißt, das ist auch wieder eine langfristige Investition. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall auch wieder 5 bis 10 Jahre irgendwo liegen, bis ich mal an einen Verkauf denke. Also ja, so lange muss man einfach für eine Investition auf jeden Fall planen. Ich denke mal, dass sich das Ganze lohnt. Für andere Magazine, wo wirklich 0815 Figuren mit drin sind, da lohnt es sich das Ganze nicht. Aber wenn man sich mal hier das Magazin nochmal anschaut, für alle, die das letzte Mal die Vorstellung nicht gesehen haben vom Magazin, da gibt es beim nächsten Mal auch wieder den Kristallkönig mit drin. Da lohnt sich es wahrscheinlich auch wieder, mehrere davon zu kaufen, weil der Kristallkönig einfach eine richtig coole Figur ist und
Ja, da lohnt sich's auf jeden Fall, da wahrscheinlich nochmal zuzuschlagen. Auch beim Kai hat sich's auf jeden Fall gelohnt, dass man sich oder wenn man sich das Ganze gekauft hat. Und wie gesagt, beim Blue Ocean Verlag habe ich den Kai nicht mehr nachbestellen können. Schreibt mir das bitte auf jeden Fall in die Kommentare, falls ich da irgendwas übersehen habe, falls man dann doch noch irgendwie bestellen kann. Das ist auch nochmal wichtig für das Video und da werde ich dann auch nochmal was dazu sagen. Dann so viel dazu, so viel zum heutigen Video. Ich sage noch heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.